Auf Basis einer 121 PS starken Can-Am Maverick Turbo von Quadstadel Schwab hat sich ein Angler aus Franken einen Pimp aufbauen lassen. Im Lastenheft stand eine Kompressorfanfare, die Fische aufschreckt bis zu einer Seetiefe von mindestens 1000 Metern. Spaß beiseite, auch wenn der bei diesem Pimp natürlich im Vordergrund steht. Für den Fischer wichtig sind Reservereifen, Schaufel, Seilwinde und eine Lichtanlage, die die Nacht zum Tag macht. Mit angemessener Beschallung, versteht sich. Wir wollen uns ja nicht langweilen beim Angeln. Neben zwei Rückfahrscheinwerfern verfügt die Quadstadel Maverick über vier LED-Lichtleisten mit einer Leistung von rund 400 Watt an der Front. Allein die Zusatzbeleuchtung hat einen Wert von rund 8000 Euro. Für den Einsatz in der Fischerei verfügt die Maverick Turbo außerdem über ein wasserfestes Garmin-Navigationssystem. Bei aller Funktionalität sollte der Can-Am Maverick Turbo Pimp von Quadstadel Schwab als Dienstfahrzeug zugleich mächtig nach Fun aussehen. Dazu wurde die Front des Überrollkäfigs entfernt. Für die Stabilität wurden der Überrollbügel und der Fahrzeugrahmen verstärkt. Außerdem gibt es ein Soundsystem im Wert von knapp 1400 Euro, dessen Klang mancher Discoanlage zur Ehre gereichen würde. Klar bei Quadstadel Schwab, dass alle Umbauten zulassungskonform und in die Papiere eingetragen sind. Insgesamt hat die Can-Am Maverick Turbo als scharfe Freundin des Fischers einen Wert von rund 50.000 Euro. Allein die Anbauteile schlagen mit 17.000 Euro zu Buche.